Moin Leute und willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3. Heute spiele ich mal wieder Black Ops 2 für euch im Multiplayer-Modus. Und ich habe die MP7 dabei und die 5.7. Ich besitze mich auf, ich befinde mich hier auf dem Flugzeugträger, Leute. Und wir wollen jetzt die Gegner mal so richtig in die Zange nehmen. Dazu nehme ich die MP7 und laufe nach vorne. Jetzt geht's ab und wir schmeißen die Granate hin. Der Gegner ist irritiert. Und wir haben die ersten 50 Punkte. Wir müssen nur noch die Markierung einnehmen und legen uns auf den Boden. So, jetzt schmeißen wir diese komischen Dinger und wir wurden von hinten erwischt von einer Akimbo-Waffe. Das macht uns gar nichts, das macht uns nur noch stärker. Mit jedem Schuss, wo wir getötet werden, werden wir stärker und kommen wie Phönix aus der Asche. So, da vorne ist auch schon der Kampf. Der Geschehen beginnt hier, 50 Punkte. Der Rächer ist auch schon dabei, Leute. Es ist krass, Digga. Wie viel steht's denn? 26 zu 45 haben wir jetzt gerade hier auf der Scoreliste. Und jetzt gehen wir weiter. Wir müssen nur noch die Abschuss verwehren, Alter. Jetzt haben wir hier noch ein paar Pünktchen eingenommen. Das ist natürlich immer gut bei Abschuss bestätigt, weil eben bei Abschuss bestätigt kriegt jeder mal Punkte, auch wenn er mal nicht so gut ist wie dieser Typ hier, der hier sich einfach die Punkte ergaunert sozusagen. Also die Kills, wenn man jemanden killt, dann kriegt man halt eben, fällt einfach auf jeden Fall so eine komische Markierung auf den Boden. Und wenn ich jetzt zum Beispiel keinen kill, dann kann ich diese Markierung einfach aufnehmen und bekomme dafür reelle Punkte. Und das zeige ich euch am besten mal hier. Das sind reelle Punkte. Hier fliegen die ganzen klaren Markierungen auf dem Boden. Hat man jetzt nicht gesehen, weil die Killcam ein bisschen falsch verstellt war. Aber ich denke mal, das macht gar nichts, Leute. So, jetzt gehen wir mal nach vorne und gucken wir mal, da vorne haben wir wieder so komische Markierungen. Da wollen wir mal hin, Digga. Und da vorne, ein ganzes Rudel von Herrscharen ist da vorne. Jetzt geht's los, Digga. Jetzt müssen wir das machen. Jetzt müssen wir ran. Wir müssen uns trauen, Leute. Aus dem Grund gehen wir die Leiter hoch, Flugzeugträger entlang. Unten ballern wir die Leute weg. 50 Punkte. So, der Gegner ist irritiert. Jetzt können wir einfach die Granate hinschmeißen. Blam, blam, blam. Lali, Lu, ist die Welt nicht schön? So, gehen wir durch die Mitte, Digga. Durch den Gang nach vorne. Und der Kill ist uns gleich sicher, weil hier, glaube ich, gleich ein Gegner kommt, der uns killen wird. Nicht mal das wird da sein. So, jetzt geht's weiter. Alles ruhig auf der Map, das ist nie ein gutes Zeichen, weil jetzt ich von hinten abgeknallt werde, von einer Akimbo-Waffe wieder. Das ist aber nicht schlimm, weil wir können jetzt wieder nach vorne huschen, wie der Rusher von Basha. Boah, ich will da hoch. Ich lege mich auf den Boden, um dem Feind zu signalisieren, dass ich jetzt schon tot bin, aber das hat auch nichts mehr geholfen. Ein Helikopter ist im Himmel. Jetzt nehme ich die zwei Klarmarkierungen und mache eine 470-Grad-Drehung. Whoop. Und den Gangnam-Style. Gangnam-Style. So, das reicht jetzt aber auch. Wir müssen jetzt mal weiter nach vorne, weiter durch die Map, Alter. So, ich habe 5 Kills. Ne, 4 Kills, 9-mal Tode. Mama mia. Und ein Spanier ist auch da. Hola, Senoro. Scusi, scusi, hola, hola. Ja, die Spanier, die machen sich hier auch schon bereit. Die Spanish Pro Gamer Dichte ist hier natürlich auch schon hier richtig hoch. Und ich sag mal wieder ciao, bis zum nächsten Mal. See you later, Alligator. Euer YouTube Gamescom. Bis dann, ciao.